Grüß euch, ich bin der Frauscher Ferdinand und wir stehen da vor der Firma Frauscher in Hönhardt und ich zeige euch da, was ich den ganzen Tag so tue. Kommt mit rein. Ich habe eigentlich schon in jungen Jahren, also in der Hauptschule schon, bin ich immer mitgefahren auf Baustelle in den Sommerferien oder wenn ich frei gehabt habe. Von dem her war es für mich immer schon klar, dass ich eigentlich einen handwerklichen Beruf lernen möchte. Ein Hafner benötigt Genauigkeit, Geschicklichkeit, vor allem ein handwerkliches Geschick, Raumvorstellung und Geduld, weil es kann nicht immer jetzt alles von auf das andere nicht mal funktionieren. Braucht einfach seine Zeit und das ist das Wichtigste, das man eigentlich mitbringt. Für diesen Betrieb habe ich mich eigentlich entschieden, weil das von mir von Anfang an schon klar war, dass ich den Betrieb eigentlich einmal übernehmen möchte. Mir gefällt eigentlich alles ganz gut, aber es ist am Anfang spannend, einmal von der Planung angefangen, dass man da dabei ist. Dann bei der Fertigung nachher von dem Projekt, wo man sagt, das hat man gezeichnet und das macht man dann auch, das steht dann fertig da. Ein besonderes Erlebnis war für mich eigentlich, da war ich noch in der Schule, also in der Stammmittelschule, und wie ich einfach angefangen habe, weil meine Schwester Haus gebaut hat und wo ich eigentlich zum Fliesenlegen angefangen habe. Und da habe ich für mich selber das herausgefunden, wie das alles funktioniert und da habe ich einiges gemacht. Das war für mich schon was Besonderes, dass man einfach selber was macht. Und wie das dann fertig war und es hat alles passt, war das schon ein schönes Gefühl. Hafner ist ein sehr umfangreicher Beruf. Ein großes Sortiment, da geht es ums Ofensetzen, Kamine bauen, Küchenherde, Fliesen legen im Natursteinbereich, innen und außen. Ein Hafner soll ein handwerkliches Geschick aufweisen, Genauigkeit, Pünktlichkeit. Ferdinand ist bei uns in der Firma, weil er in Zukunft einmal den Betrieb übernehmen soll und er auch sehr engagiert ist überall, sei es beim Planen oder beim Ofensetzen, Fliesenlegen, auch bei den Kunden. Ja, in dem Beruf ist mein Vater ein Vorbild, weil der hat auch schon viel geschafft, sein Leben hat auch ganz jung angefangen. Und das ist eigentlich schon was, eine Leistung, die man mitbringen muss. So, das war's von mir. Jetzt habt ihr gesehen, was ein Hafner so einen ganzen Tag tut. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.